Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Tutorial-Reihe. Es ist inzwischen, eigentlich wollte ich nur ein kleines Mod-Review-Tutorial machen, aber inzwischen sind es schon drei Teile wegen den vielen Blocks, die dieser Mod hat. Es geht hier, falls ihr erst jetzt eingestellt habt, um Open Blocks und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Block. Ansonsten wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Ihr seht ja, in Minecraft schneit es, obwohl wir jetzt schon hier in der Real Welt Frühling haben. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Vorstellung der nächsten Blöcke von Open Blocks. So, interessant ist natürlich auch das nächste Item. Und zwar die Magic Kreide. Die magische Kreide ist natürlich 16, also sind je nach, also ist nach den Farben angepasst. Es gibt 16 Farben, also es gibt 16 Kreide. Das gleiche auch bei den Brillen hier unten. Die Kreidebrillen sozusagen. Escape. So, ihr seht hier, ihr wisst ja, was der Stift machen konnte. Und das gleiche macht die Kreide auch. Ihr seht, irgendwas hat er jetzt hingemalt, was man nicht sieht. Und man sieht es wirklich nicht. Man kann auch nichts machen. Und, da oben ist eine Kiste. Wie zum Teufel soll ich an diese Kiste kommen? Keine Ahnung. Tja, das Geheimnis ist die Brille. Mit der Brille wird alles sichtbar, was wir gerade gezeichnet haben, mit dem schwarzen Stift. Natürlich muss der Stift passend sein. Also wenn ihr jetzt eine andere Brille habt, zum Beispiel die. So. Dann ist es natürlich auch weg. Also für jede Brille eine eigene Farbe, ein eigener Stift und dann sieht man das. Und ihr seht, da ist ja eine Treppe. Super, jetzt komme ich doch noch da hoch. So. Und ich bin wieder runtergefallen. So. Und ihr seht, ich kann jetzt interagieren mit mit der Treppe. Sobald aber allerdings... So. Ah, meine Kiste. So, also wenn ich sterbe, kommt... Das wollte ich eigentlich später zeigen, naja, egal. So, und jetzt nehmen wir mal die Brille ab. Huh. Wie komme ich jetzt wieder runter? Ihr seht, da ist keine Treppe mehr. Aber sie ist wirklich noch da. Also im Gegensatz... der Unterschied zum Stift ist natürlich, dass man halt mit Kreide kann man nicht mit den Blöcken interagieren, obwohl sie da sind und unsichtbar sind. Beim Stift sind die Blöcke unsichtbar, aber man kann damit interagieren. Coole Sache. Auch interessant ist sie gerade, wenn ihr geheime Türen machen wollt. Ne, dafür nehmen wir jetzt mal Inverted Block, genau. Den sieht man nur, wenn man keine Brille anhat. So. Nehmen wir an, das wäre hier geschlossen und jetzt will einer durch. Oh fuck, ich komme nicht durch. So, und jetzt nimmt er die Brille auf. So, dann ist hier der Weg frei und man kann durch. Auch eine coole Sache für geheime Türen. Ja, es gibt natürlich noch eine Multi-Brille. Wo ist die? Hier, Technicolor Badass Glasses. Da gucken wir schon. Die Amazing Technicolor Glasses. Die sind natürlich für alle. Also damit sieht man alles. Stifte, Bleistifte, Kreide, also alles, was gemalt wurde. Auch natürlich die Inverted Blocks. Also damit sieht man alles. Das ist gut, wenn man jetzt was bauen will. Muss man halt nur aufpassen, dass man die richtigen Blöcke verwendet. Also die sieht man allerdings nur. Man kann die nicht nutzen. Ne? Oh, jetzt machen wir nochmal die Inverted Blocks. So, ja, man sieht sie nur. Aber ist so, als hätte man keine Brille auf. Coole Sache. Jo, kommen wir zum nächsten Item. Jetzt mal ein bisschen hier Platz schaffen. So, das wäre dann der XP Butler. Das ist also ein Flaschenfüller, den wir brauchen für XP. So, wie ihr seht, haben wir hier ein paar XP-Fässer. Oh. Ja gut, als im Game-Mode habe ich natürlich unendlich XP. Und, na, tun wir mal ein bisschen auffüllen. Und ändern jetzt den Game-Mode. Null wollte ich mal. Oh, ich habe noch kaum eins. So. Alles klar, das reicht erstmal. Und jetzt stellen wir hier den Butler hin. Butler. Nicht Butler mit wie Butler, sondern
So, und jetzt, der füllt sich nicht von alleine, also schauen wir mal, was ich hier machen kann. Auto extract, also er kann extrahiert, Auto eject und Auto drink. Auto drink erfüllt sich von alleine. Das machen wir am besten so. Auto drink an. Und jetzt kann man auch wieder einstellen wie beim anderen, von welcher Seite. Und da wir hier den Kanister haben, tun wir die Seite zum Auto drink. Und ihr seht, er hat sich sofort aufgefüllt hier. So, und jetzt brauchen wir mal ein paar leere Flaschen. Ja, eine ist gut, aber ich brauche mehr. Nee, Flask. Glass Bottle, 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 so. Vier, nee, ein, 64. So. Und jetzt können wir hier die Flasche reintun. Und diese füllt sich dann mit XP und wir haben unsere XP-Fläschchen. Das Ganze können wir auch noch erweitern mit einer Kiste. So, nehmen wir eine Kiste. Ja, 64 Stück Kisten. Ich brauche nur eine. Die tun wir jetzt hier daneben stellen, wo nichts ist mehr. Toll. Warte mal. So, und jetzt können wir hier auch wieder einstellen, Auto Eject. Und zwar auch hier wieder die rechte Seite diesmal, Linksklick drauf. So, und jetzt würde er die Flaschen da direkt reintun. Also tun wir jetzt wieder ein paar 32 Flaschen mal rein. So, jetzt warten wir, bis er das abfüllt. Ihr seht, er füllt es ab. Ja, gut, und wenn wir in die Kiste gucken, haben wir diese Flaschen. Tolle Sache, oder? Auto Extract wäre dann genau das Umgekehrte. So, ja, gut. Ja, was machen wir mit den ganzen Experience-Flaschen? Gut, ich bin froh, dass ihr fragt, denn dann kommt jetzt das andere Item dran. Na, da ist es doch. Das wäre dann. Wo ist es dann? Hier. Das Auto-Anvil. So. Bauen wir das mal ab. Das reicht jetzt. Genug gefüllt. So, haben wir jetzt einen Will hin. Für diesen Versuch brauchen wir aber natürlich ein Werkzeug, das kaputt ist, zumindest angehittet ist. Gucken wir mal, was wir so finden. Nehmen wir einfach mal eine Pickaxe. So. Und zum Reparieren brauchen wir noch Iron Ingot. So. Okay, warte mal, ich muss jetzt mal kurz irgendwo benutzen. So, so, ist jetzt ein bisschen angehittet. Perfekt, und jetzt schauen wir uns mal das ganze Auto-Anvil an. Kann man natürlich auch wieder hier einstellen. Warte mal, warte mal, oh, so. Auto-Extract, also auswerfen können wir hier, also das machen wir. Und zwar auf die Seite, damit es wieder in die Kiste, repariert in die Kiste landet. Dann können wir hier Auto-Extract auch für verzauberte Sachen, dann Auto Eject. Das auch hinauswerfen, auch auf der rechten Seite. Also Extract ist nehmen und Eject ist hinauswerfen. Gehe ich davon aus. Und Auto Drink ist natürlich hier, haben wir das Fässchen. So, und keine Angst, das macht vielleicht euren Tank leer, weil hier passt jede Menge von Experience rein. Ihr seht. Tank ist schon so fast leer, ich kann nochmal auffüllen. Geht schneller weg, als ich auffüllen kann. Und hier, das können wir jetzt, also da passt jede Menge rein. Und jetzt, ja, das Werkzeug können wir jetzt hier so reinwerfen. Wo ist denn jetzt das Werkzeug, das kaputte? So, und das wird automatisch vom Auto-Anvil genommen. Hier müsste man natürlich auch die Sachen rein drin haben. So, und ihr seht, es funktioniert halt, wenn man dieselbe Kiste nimmt. Also man sollte schon eine andere Kiste nehmen. So, so. Und die tun wir einfach hier hinten hin. Ja, das ist wieder. So. Und jetzt machen wir das nochmal einstellen. Auto Extract ist klar. Auto Eject ändern wir hier nach hinten und das andere weg. So. Und jetzt wollen wir die Pickaxe nochmal kaputt machen. So, brauchen wir nochmal Iron. Das Iron tun wir schon mal. Ne, hier ist mir falsch hier. So. Tun wir schon mal rein.
So, jetzt tun wir diese kaputte Pickaxe hier rein. Oh, wird schon repariert. Und jetzt, da ist er weg. Also hier hinten ist dann die reparierten Sachen. Ist eine coole Sache, wenn man jetzt arbeitet, kaputte Sachen, kann man die immer hier reinwerfen. Nach der Arbeit werden alle repariert und landen dann wieder in der richtigen Kiste. Wow, gefällt mir. So, aber es ist nicht nur das einzige, es ist nun nicht nur das Reparierdingens, das ich jetzt gerade nicht abbauen kann. Ach, da geht schon. Sondern es gibt natürlich auch Verzauberung. Moment. Bevor wir das, stell ich mal drauf, damit wir das hier ein bisschen auffüllen. Na? So, wo ist es hier? Der Verzauberungstisch, den nehmen wir jetzt mit. So, gut, der ist auch richtig gut gefüllt, der Tank jetzt. Nehmen wir jetzt den Verzauberungstisch, der saugt sich natürlich jetzt auch voll, genauso. Der andere, aber erstmal müssen wir hier wieder einstellen, hier Auto Drink. Jetzt rechtsklick. So. Und ihr seht, Tank geht wieder leer. Hier passt aber allerdings weniger rein als in einem Anvil. Also im Schmiedhammer. Wie man, hier kann man jetzt die Verzauberung einstellen. Hier kann man jetzt wieder einstellen: Auto Eject und Auto Extract. Extract können wir einstellen auf der Seite und Auto Eject. Auf der Seite. Gut, die Flaschen wollen wir jetzt nicht verzaubern. Okay, ja. So. Und jetzt unser Beispiel wieder. Die Pickaxe ist jetzt da hinten. Die müssen wir jetzt rausholen. So. Tun wir die Pickaxe jetzt hier rein. So. Die wird natürlich wieder rausgeholt. Und schon hat man eine zufällige Verzauberung. Level 1. Wir können das noch erhöhen. So. Tun wir jetzt nochmal rein. Gut, das ist jetzt schon verzaubert, das geht natürlich nicht mehr, aber wir haben ja noch die Höhe. So. Höhe kann man nicht verzaubern, also das jetzt. Einmal habe ich das Extract nicht reingestellt. Doch, Auto-Extract habe ich. Nee, das ist Auto-Extract. Auto-Eject hatte ich nicht eingestellt. Das ist hinten, so. Okay. Holen wir uns erstmal eine Pickaxe. So. Und ja, alles klar. Dann haben wir auf Level 7, 10. So, und jetzt holen wir die Pickaxe hier rein. So. Und. Wieso klappt das denn? Achso, 1. Auto Extract haben wir. Auto Eject. Das ist hinten. Wieso macht er das nicht? Seltsam. Seltsam, seltsam. Ach so, das Level. Okay. Ja, wo soll ich eine ganz verzauberten Dinger jetzt hin tun? Sehr witzig. Gut, so hundertprozentig klappt es jetzt nicht mit dem. Aber es klappt mit dem Einziehen. So. Ja. Also keine Ahnung, warum das nicht hier in die Kiste reinwirft. Aber, zu dem Ding hier, natürlich ist es ein Verzauberungstisch, das heißt, wenn ihr, vielleicht liegt es daran, dass es hinten ist, vielleicht sollte ich das woanders hin tun. Den Tank brauche ich aber. Wo ist jetzt die Kiste? Tun die Kiste mal vorne hin, mal gucken, ob das besser klappt. Auto Extract, Auto Eject, ich glaube, das ist vorne, oder? Ja, das müsste vorne sein. Oder ich habe es vergessen, einfach anzumachen. Das kann auch natürlich sein. Ja, okay. Jetzt nehmen wir nochmal Pickaxe, eine normale.
So. Natürlich haben wir kein XP mehr. Schauen wir ein bisschen rein. So, nur als Hinweis nochmal. Diese Schäbelschalle funktioniert natürlich nur, wenn da Bücher noch dabei sind. Also es ist ganz normal ein Enchanting Table. Also man muss auch ein großes Buchdingens hinbauen, damit es auch alle Level haben kann. Am Anfang hat man natürlich nicht so viele große Level zum Verzaubern. So, jetzt tun wir die Pickaxe mal rein. So, und jetzt gucken wir hier rein. Ja, jetzt hat es geklappt. Ich habe nur vergessen, es anzumachen. Alles klar. Super Sache. Also das gefällt mir auch gut.